Gestatten, Toni Söderholm, 40 Jahre Finne. Bisher Coach des SC Riesersee in der zweiten und dritten Liga. Und jetzt der neue Eishockey-Bundestrainer. Ich arbeite als Trainer detailliert. Ich will, dass es taktisch passt. Ich will nicht, dass das Spielen allzu viel spekulieren. Ich will, dass wir können das Spiel schnell lesen und schnell umsetzen. Ja, sowas eigentlich, was modernes Eishockey ist. Aber wir müssen in den Detailien, Kleinigkeiten müssen wir sehr gut sein. Nach der Silbermedaille von Pyeongchang und den Rücktritten einiger großer Namen lautet seine Aufgabe, das deutsche Eishockey weiterentwickeln, den Umbruch vorantreiben. Klar, das Olympiasilber war absolut großartig. Aber irgendwo müssen wir auch ehrlich sein, wo wir gehören, wie gut wir spielen können, wie viele Spieler wir können entwickeln. Und dann, wenn diese alle Kleinigkeiten gut laufen, dann erreichen wir auch vierte Finale, Halbfinale, vielleicht eine Finale im WM. Aber da müssen wir vorsichtig sein und nicht nur sagen, dass wir was für Resultate wir wollen. Vielleicht ist der junge Trainer ja genau der Richtige für die Weiterentwicklung junger Spieler. Immerhin war er in München als Development Coach unter Vertrag und wurde in der DEL 2 zum Trainer des Jahres gewählt. Der Job beim DEB hingegen Neuland. Ich meine, es gibt viel Neues zum Lernen, wie alles läuft. Und ich glaube, wir brauchen jeden Tag jetzt bis April, bis der WM-Vorbereitung, brauchen wir jeden Tag, dass wir was jeden Tag jetzt erreichen und Schritte nehmen, kleine Schritte nehmen, dass alles am 1. April perfekt läuft. Am 10. Mai beginnt dann die Weltmeisterschaft in der Slowakei. Es wird die erste Bewährungsprobe für den neuen Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm.